Ah, jetzt können wir es auch schneller machen. Zombie Apocalypse. Grüße euch, schön, dass ihr wieder da seid und herzlich willkommen zu meiner nächsten Runde von Resident Evil. In der letzten Folge haben wir hier soweit alles aufgeräumt, haben da so einen kleinen fetten Sack getötet und haben den Code erhalten. Den habe ich mir aufgeschrieben, das ist 1408. Ja, und jetzt müssen wir zurück mal die Tür aufmachen. Da erwartet uns bestimmt wieder eine miese Szene. Ich bin jetzt gerade ruhig wegen Konzentration. Nicht, dass hier wieder irgendeine Scheiße ist. Einmal gucken wegen Sprit hier. Haben wir nämlich nicht. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich müsste nochmal reingucken, wie viel Detail das jetzt ist. Es vergeht echt viel Zeit. Aber das ist ja auch gut so, ne? Man will ja nicht nur 5 Minuten zocken und dann ist es rum. So, jetzt holen wir uns erstmal noch mal ein bisschen, wenn wir überhaupt was haben. Scheiße. Ja, natürlich nichts. Gucken wir mal, ob wir was kombinieren können, weil ich brauche ein bisschen Leben irgendwie so. Das reicht. Was können wir denn noch kombinieren? Tja, nix. Also er braucht überall diese Flüssigkeit, egal wozu. Das ist dann immer der Teil, der immer fehlt. Das Problem ist, jetzt habe ich quasi. Der Bildschirm ist ja schon rot. Es wird natürlich jetzt nicht einfach mit rotem Bildschirm. Und ich glaube ich gar nicht hin. Die Frage ist, ob hier was liegt. Komme ich aber nicht lang dahinter. Naja, egal. Dann gehen wir erstmal zur Tür. Und ja, bleibt spannend. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe nur noch dieses Scheißding hier. Ich gucke jetzt auch noch mal rein, weil ich muss ja irgendwie, muss ich mich ja jetzt gleich verteidigen können. Aber ich glaube, mit dem VHS von mir kann ich das nicht. Ah, ist aber nichts mehr da. Spaltmitte. Gute Frage. Der Schießpulver, ich brauche immer Flüssigkeiten, ich habe aber keine. Ich glaube, Munition hat man für den Dings auch nicht mehr. Nein. Also 1408 1408 und Enter. Ach so, muss ich jetzt auf Enter gehen. Na, jetzt bin ich mal hier gespannt. Besser aufrecht hinsetzen. Oh, Kumpel, das ist ein Test deiner Fähigkeiten. Also nicht schummeln. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Jetzt im Ernst? Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Ach, deshalb ja auch die Kiste, ne? Na gut, das ist ja nicht viel. Welch. Nochmal welch. Aber heilen tue ich mich vorher. Und zwar. Zack. Zack. Muss ich jetzt boxen oder was? Hey, warte. Okay.
Gut, wir haben das Video ja geguckt. Okay, es ist schon anders. Das Lustige ist, wir haben ja das Video gezockt. Aber im Video. Oh, ist das gerade gruselig, ist das eklig. Im Video haben wir ja zum Beispiel das ein Rad eingesammelt. Alter, ist das pervers. Da müssen wir wahrscheinlich da hinten rein, ne? Aber das ist das gleiche. Ach scheiße, ich kann gar nichts machen. In Ordnung. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Du musst lediglich die Kerze anzünden und sie in die Taufe stecken. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl bitte! Wir haben Kinder. Im Gebäude. Irgendwo. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Von das. Das hatte ich ja schon alles. Was war denn das nochmal? Das war zum Schluss. Hier war das. Oder war erst der Strick? Erst der Strick und dann das. Ha, wusste ich doch noch. Das müssen wir nämlich abfackeln. Das brauchen wir für den Spacken da. Ich frage, ob wir das verbrauchen. Ach so, da müssen wir jetzt die erstmal die Kerze anzünden. Wow. Komm, dann brennen wir den mal ab. Der Zettel, der da dran war, der ist ja cool. So, Kerze an. Das brauchen wir nicht gucken. Kennen wir ja schon von dem einen Teil. Abbrennen. Als ob ich das schon mal gemacht hätte. Also wie gesagt, wer jetzt gerade erst einsteigt hier in den Teil, ich weiß es nur, weil ich vorher eine Kassette gefunden habe, wo das alles schon. Also ich hoffe, mein Mikrofon geht wieder. Das ist nämlich gerade kurz ausgegangen. Das weiß ich. Boah, ich weiß immer nicht, ob hier eine Scheiße kommt, ey. In einem vorherigen Teil, den ich gezockt habe, kann man auch den Rest sehen. Nein, weg, weg, weg. Alter, man sieht mal, was er anhat. Warum habe ich den überhaupt reingesteckt? Hätte ich doch gar nicht machen müssen. Brauche ich doch auch gar nicht. Ich glaube, ich bin etwas verwirrt. Ich hätte das den Ballon nicht reinstecken brauchen, weil ich ja alles schon habe. Ich brauche den Typen nämlich nicht machen. Ah, ich gebe es ihm trotzdem. Ich packe nur den Füllfeder. Ah, ne.
Den Rest kannst du vergessen. Ach, guck an. Das brauche ich ja alles gar nicht. Warum macht er das nochmal? Das ist ein bisschen anders. Also in dem einen Teil war es genau das gleiche, deshalb frage ich mich auch, warum ich den Luftballon da reingesteckt habe. Den brauche ich ja gar nicht, weil ich ja weiß, was der Typ schreibt und der schon die Tür aufgemacht hat zuvor. Ach so, nein, das geht aber auch nicht. Als ob er jetzt stirbt. Mist, 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 Mist! Mist! Zuerst rein müssen? Alter, Tatsache. Das ist interessant. Oh, jetzt wäre ja interessant zu wissen, als ich das erste Mal da durchgelaufen bin. Ah, jetzt können wir es auch schneller machen. Als ich das. Also das ist echt schwer hier, ne? Zu reden und so. Als ich das erste Mal hier durchgelaufen bin. Was hältst du davon, wenn wir ein kleines Spiel spielen? Bin ich hier Gestorben? Gestorben? Kann ich ja nicht wissen, dass man hier durch kann. Leck mich am Arsch! Ethan! Wortwahl bitte! Wir haben Kinder! Hallo, es gibt das hier. Ach, den brauche ich ja auch nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich brauche ja nur das Rad. Ach so, und die Kerze. Mal die Kerze bitte anzünden. Die scheiß Tür aufmachen. Brauche ich alles nicht. Oh, jetzt muss ich kann auch leider keinen L reindrücken. Einmal da rein, das Ding holen. Ja, komm. Gas. Ich habe jetzt keinen Bock, extra eine Folge zu machen mit dem gleichen Scheiß. So. Kurz mal gucken, da hinten ist das Loch. Auf geht's, mal gucken, ob ich das so schaffe. Ich kann nicht weggehen. Kann auch nicht schneller aufstehen. Scheißkerl, du solltest doch draufgehen! Da ist ein Hohlraum hinter dieser Wand. Hör los, verpiss dich! Serie Kopf, guck an. Hätte ich erst das Video gucken sollen?
Mia? Mia! Mia! Wer bist du? Wo seid ihr? Wir sind gleich hinter dem Steg. Hinter dem Raum da. Beeil dich. Aha. Sieht dir nicht so live aus. Ruhig, Blut! Ethan. Was willst du, verdammt? Dich? Tot? Schätze, das ist nicht drin. Noch nicht. Ich glücklicher. Schau. Solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir... Oh, das wäre zu viel verraten, Ethan. Ich mag keine Spaßverderber. Du Arsch. Ich gehe mal davon... Oh, guck an. Speicherpunkt. Dann machen wir... Nee, das machen wir gleich. Wir machen erstmal hier die ganzen Sachen rausholen. Ah, nehme ich den jetzt mit oder nicht? Also nehme ich davon eine mit. Vorsichtshalber ein Kraut. Ich weiß ja nicht, was ich finde. Bräuchte hätte ich gar nicht das. Den Arm. Hätte ich ja gar nicht das. Hier Gesundheitszeug nehmen müssen gerade. Ist eh nichts drinne. Sonst ist der. Ach, Dietrich, siehst du? Den kann man immer gebrauchen. Die Türen lassen wir mal da. Einmal Spyhorn bitte. Irgendeine Waffe wäre nicht schlecht. Ey, wir haben echt nur noch diesen scheiß Brenner hier. Ach, da fehlt das Mittel noch zu. Da. Brauche ich natürlich auch. Die Textur sah aber komisch aus. Juhu, Flintenmoney. Aber sonst nicht mehr. Wo ist die Flinte? Hä? 6 Schuss? Da habe ich das vergessen, ne? Alter, Pistolenmoney. Also ich gehe mal davon. Natürlich klar. Ich gehe mal davon aus, umso mehr Muni man findet, ne? Kann ich da runter? Ne, kann ich nicht. Ist eine unsichtbare Wand zwischen. Kurbel, da Kurbel, einmal rein. Die Pistole nachladen. Speichern, weil wir die Muni gefunden haben. Aha. Die finde ich hier, die Karte. Kleines Schlüsselloch. Ah, okay. Aber jetzt ist das Inventar wieder voll, oder? Ne, doch nicht. Musik ist ein bisschen eklig. Ich komme mir. Ja, aber hier spuckt man keine großen Töne. Es ist schon ganz schön zu leise gerade.
verdächtig. Auch keine Absperrungen oder so. Gehen wir da lang? Gehen wir hier lang? Das wird ein ganzes Haus sein, das nicht. Ich habe ja gelernt, den Dinger nicht zu vertrauen. Au. Noch einer. Wo höre ich gerade? Da unten. Ich weiß gar nicht, was die bringen. Ob die nur eine Trophäe bringen oder was Sinnvolles? Auf jeden Fall kann ich jetzt wieder kombinieren. Puh. Gott sei Dank haben wir das schon mal. Flintenmuni ist immer wichtig. Ach, wir hätten so oder so hier lang gemusst. Wow, fuck. Alter. Spasti. Ich hab's ja eigentlich schon geahnt, ne? Aber ich hab's da vorne geahnt, dass irgendein Scheiß hier wieder rausspringt. Boah, die Musik ist wieder richtig abfuck. Ja, als ob, genau. Achso, sind nur zwei kleine. Alter, Double Headshot. Fuck, ich habe gar keinen Dings mehr. Gar keine Munde. Ja, steh auf da. Oh, man trifft auch einfach gar nicht mit den Scheißdingern hier. Ja, super. Ja, ich kann nichts machen. Also viel Muni heißt immer gleich viel Gegner und Muni weg. Das sind miese Geräusche hier, Alter. Ja, ich kann nichts machen. Es geht einfach nicht. Scheiße, ey. Also ich weiß gar nicht, ob das Zufall ist. Ich habe leider auch nichts mehr mit. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank Schießpulver, das brauche ich. Ich habe gar nichts. Oh,
Drei Granaten, ey. Kraut. Müll. 10-mal Flintenmoney. Jetzt muss ich erstmal hier die. Die muss erstmal weg, leider. Beste Waffe überhaupt. Wo ist das Messer da? Dann nehme ich jetzt mal so ein Pillenpaket hier noch. Nee, ich glaube erstmal nicht. Ach, guck an. Oh, hier steht aber viel rum. Ich speichere jetzt ganz kurz. Hier liegt also nichts mehr. So, kombinieren. Erstmal brauche ich noch. Ach, habe ich. Okay. Auch nicht mehr, aber ich weiß noch nicht, ob man das wieder kombinieren kann. Achso, mit Kraut, dann habe ich Arznei. Jetzt 3 von, das ist natürlich fett. Die Frage, die sich stellt, ist: Spaltmittel kann die flüssige Chemikalien von anderen Objekten trennen. So. Ein Flammendinger. Ah, okay, das heißt, wenn ich jetzt ihn hier mache, ist hier noch ein kleines Tutorial drin. Okay, gut. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen nehme, blau, Spaltmittel einmal rüber. Zack, jetzt habe ich 2-mal das Rote. Das heißt, kombinieren, ich könnte jetzt Muni machen. Einfach nochmal Muni am besten. Auf jeden Fall. Achso, Schießpulver haben wir aber auch genug. Schießpulver. Festbrennstoff knallen wir auch nochmal rüber. Boah, 5 Stück auch. Schießpulver auch. Kombinieren. Jetzt immer noch ein oder was? Ich könnte sogar noch mehr Muni machen. Oder wofür brauche ich das noch? Dann machen wir noch mal Muni. Den rüber. Obwohl, das wäre auch. Den lassen wir drin. Aber wir nehmen noch einmal. Was denn? Schießpulver da. Auch einmal rüber. Ach, und die Korbel können wieder weg. Korbel brauche ich nicht. Ich. Und dann kombinieren. Jawohl, jetzt haben wir aber Muni hier. Damit können wir auch nichts mehr machen. Jetzt haben wir quasi 10-mal Flintenmuni. Verbesserte Munde. Sogar noch mehr.
Granatwerfer. Ach, wir haben die Granatwerfer gar nicht. Dann packen wir mal auch lieber was weg. So, jetzt nochmal speichern. Also, da sind die 30 Minuten schon wieder voll. Im nächsten Teil werden wir dann hochgehen. Durch diese Tür da. Und schon mal gucken, was uns da erwartet. Da sind die beiden. Guckt es euch gut an, denn das kommt erst in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass wir wieder mit dabei gewesen sind und fleißig abonnieren, fleißig Daumen geben, damit ich sehe, es lohnt sich doch, die vielen Videos zu machen. Und tja, Kanaltrailer kommt auch bald, es geht voran. Also, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.